Meistens sind und okay. Neuer Versuch. Von den amerikanischen Freiland oder nochmal alles auf Anfang. Hallo liebe Spinnerinnen und Spinner, hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei. Dieses Mal mit einer neuen Folge im Faserlexikon und es geht um Gotlandschafe. Um den Begriff Gotlandschafe gibt es manchmal ein bisschen Verwirrung. Ich werde versuchen, anhand meiner Recherchen da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich beziehe mich in diesem Video auf das moderne, in Anführungsstrichen, Gotlandschaf, das man manchmal auch gotländisches Pelzschaf nennt. Vielleicht ist das dann auch eine leichtere Unterscheidung zum gute Schaf. Alle diese Schafe stammen ursprünglich, oder all diese Rassen stammen ursprünglich von der schwedischen Insel Gotland, wie der Name schon sagt. Beziehungsweise beim gute Schaf hört man das nicht. Es wird aber tatsächlich witzigerweise häufig verwechselt. Beide Rassen, also sowohl das Gotlandschaf oder gotländische Pelzschaf, wie auch das gute Schaf, stammen tatsächlich von einer älteren Rasse ab, dem gotländischen Freiweideschaf. Oder auf Englisch Gotland Outdoor Sheep. Outdoor-Schafe halt. Die moderneren Gotland-Schafe, die wir heute kennen, sind tatsächlich eine relativ junge Rasse, also erst aus dem 20. Jahrhundert und werden mittlerweile im Gegensatz zu dieser alten Rasse auch in anderen Regionen und in anderen Ländern gezüchtet. Und durch diese verschiedenen Verzweigungen gibt es tatsächlich auch ein paar Unterschiede, wobei die Grundcharakteristika gleich sind. Die gute Schafe sind tatsächlich mischwollig, also die sind wohl näher an diesem ursprünglichen gotländischen Freiweideschaf dran. Es ist eine gehörnte Rasse, die diese langen, glatten Deckhaare und eine feine Unterwolle hat. Bei den Gotlandschafen ist es tatsächlich so, dass manche Quellen auch von einer Mischwolligkeit sprechen. Also mischwollig bedeutet in der Regel, dass es Deckhaar und Unterwolle gibt. Manche Gotlandschafe oder gotländischen Pelzschafe haben auch eine Art Stichelwolle. Wenn man dann von, oder Stichelfasern, wenn man dann von Mischwolligkeit sprechen will, okay. Ansonsten würde ich die Wolle, die ich bisher in der Hand hatte, eher so bei den Longwools einkategorisieren, also bei den grundsätzlich langen Wollsorten. Wir heißen lange Fasern, die eher so ein bisschen gewellt sind, was für uns dann immer erstmal lockiger aussieht, als die kürzeren feinen Fasern, die eine ganz, ganz feine Kräuselung haben, also eigentlich viel mehr Kräuselung. Und von daher würde ich die eigentlich nicht wirklich unter mischwollig einkategorisieren. Aber wie gesagt, es gibt natürlich eine Menge unterschiedliche Zweige. Die Fasern, die ich bekommen hatte, waren tatsächlich alle so zwischen 14 und 17 cm lang. Und das entspricht auch eigentlich all den Infos, die ich in verschiedenen Quellen und verschiedenen Büchern gefunden habe. Meistens sind Gotlandschafe grau. Es gibt auch ganz selten weiße oder braune Exemplare. Und es gibt eine Menge Facetten von Grau. Also das kann von so einem Atranzit zu so einem Silberton gehen. Es ist tatsächlich wohl so, dass Gotlandschafe wie auch andere Schafrassen über ihre Lebensdauer hinweg heller werden. Also das heißt, die meisten kommen eher so sehr dunkelgrau auf die Welt und die Wolle wird dann mit der Zeit heller. Wenn ihr aber so richtig weiße Wolle bekommt, wie ich zum Beispiel, das werdet ihr gleich noch sehen, dann ist das in der Regel eben die Ausnahme. Ich habe mal in meinen verschiedenen Faserlexika nachgeschaut und in dem Buch Wolle und Schafe in Europa wird eine Feinheit zwischen 28 und 32 Mikron angegeben. Das ist schon relativ rau. Tatsächlich
macht die Fasern besonders aus, dass sie so einen gewissen Glanz haben und schon irgendwie sich sehr weich anfühlen, erstmal, wenn man sie in die Hand nimmt. Das ist ganz interessant, aber auch darauf werde ich später nochmal eingehen. Das Fleece & Fibre Sourcebook geht von den amerikanischen Gutlandschafen und von den britischen Gutlandschafen aus und sagt, dass die Lammwolle von amerikanischen Gutlandschafen tatsächlich zwischen 18 und 25 Mikron fein ist, was schon um einiges feiner ist als das, was Wolle und Schafe in Europa von den hiesigen Gutlandschafen sagt. Aber bei den erwachsenen Gutlandschafen wird auch von 27 bis 34 Mikron gesprochen. Wobei, witzigerweise, bei den britischen Gutlandschafen ein Durchschnitt von 35 Mikron genannt wird. Also tatsächlich eigentlich um einiges gröber, beziehungsweise die Annahme, dass es vielleicht nicht viele feinere, aber um einiges gröbere Wolle gibt, wenn ein Durchschnitt von 35 genannt wird. Ich hatte also zum einen diese weiße, superschöne Gutlandwolle bekommen. Die Locken sahen traumhaft aus. Insgesamt hatte ich so ungefähr 54 Gramm. Ich habe die gewaschen, ganz normal, mit heißem Wasser und Power Scour ein paar Mal ausgespült und hatte dann noch ungefähr 46 Gramm. Also erstmal vom Fett her nicht so wirklich viel Verlust. Insgesamt habe ich 13 Gramm verloren. Das heißt ungefähr 25%. Das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Es gibt durchaus Wollsorten, bei denen das mehr ist. Ich habe die Wolle dann aber gekämmt und hatte dann noch 33 Gramm. Also das heißt, da ist mir doch einiges hängen geblieben. Und auf das Kämmen gehe ich auch gleich nochmal ein. Die graue Gutlandwolle, die ich bekommen hatte, war schon einmal gewaschen und kadiert, als ich sie bekommen habe. Ich fand sie aber noch relativ fettig vom Touch her und weil die Fasern so lang sind, wollte ich sie gerne nochmal durchwaschen, damit sie sich ein bisschen leichter spinnen und voneinander trennen lassen, damit sie nicht zu sehr aneinander kleben. Oder ich wollte es zumindest versuchen. Und bei denen hatte ich nur 5 Gramm Verlust. Das sagt aber nichts, weil sie waren ja vorher schon mal gewaschen. Also das heißt, auch da können es ungefähr 10 Gramm gewesen sein insgesamt. Die weißen Locken habe ich dann mit meinen Luette Minicombs gekämmt, was nicht unbedingt die angenehmste Tätigkeit war, wenn man so sagen will. Das Ding ist, die Nadeln von den Minicombs sind sehr dünn und sehr fein und lassen sich relativ leicht biegen. Die haben nicht viel Kraft, nicht viel Stand. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man ein bisschen widerstandsfähigere Kämme mit etwas stärkeren Nadeln hat, dass sich die Fasern dann einfacher kämmen lassen. Der Kammzug, den ich daraus gezogen habe, ließ sich aber spinnen wie Butter. Ich habe das Ganze im kurzen Auszug gesponnen und das hat wunderbar funktioniert. Und das, obwohl ich versucht habe, einen etwas dickeren Faden zu machen. Ich hatte die Idee, mal ein dickeres Gotlandgarn auszuprobieren, auch wenn man tendenziell eher feine Garne aus so einer Wolle machen würde. Tatsächlich hatte ich dann später ein Garn mit einem WPI von ungefähr 9. Das heißt ungefähr Nadelstärke 4 umgerechnet oder auch ausprobiert, gemessen. Und das Ganze hatte eine Lauflänge von schlappen 18 Metern auf 31 Gramm. Also nicht wirklich viel. Ich habe wirklich ein dickes Garn produziert. Tatsächlich haben sich diese super langen Fasern auch sehr gleichmäßig so dick ausspinnen lassen. Das ist bei kürzeren Fasern, finde ich, häufig schwieriger. Und das Garn hatte tatsächlich auch einen schönen Fall. Was an der Stelle noch wichtig ist, ist, dass Gotlandwolle aufgrund der Länge der Fasern und der wenigen Wellen grundsätzlich eher wenig Drall braucht. Sie neigt also sogar eher dazu, sich ein bisschen komisch zu verhalten als Garn, wenn sie zu viel Drall hat. Und Gotlandwolle wird auch ziemlich schnell, finde ich, hart, wenn man ein bisschen zu viel Drall reintut. Und dann geht direkt diese Weichheit, dieses Kaschmirartige, was man in der Hand zu fühlen glaubt, verloren. Sobald auch nur ein paar Verdrehungen zu viel drin sind.
Deswegen habe ich also gerade bei diesen dicken Garn mit super wenig Drei gesponnen. Tatsächlich habe ich also meine niedrigste Übersetzung am Spinnrad zum Spinnen verwendet und ich habe das Ganze zweifach verzwirnt. Da habe ich die nächste Übersetzung genommen, habe aber auch ziemlich zügig gearbeitet. Das fertige Garn war dann also sehr gleichmäßig, hatte einen schönen Fall. Was ich jetzt probiert habe, weil das Garn so rund aussah, war daraus ein Zopfmuster zu stricken. Ich habe auch tatsächlich das ganze Garn, die ganzen 31 Gramm für diese Mini-Probe aufgebraucht. Das sieht interessant aus, aber tatsächlich gehen die Zöpfe in sich eigentlich in dem Garn unter. Die heben sich überhaupt nicht voneinander ab. Vielleicht auch, weil das Garn zweifädig ist, aber es sieht an sich so rund und füllig aus, aber wahrscheinlich auch durch die geringe Kräuselung der Fasern und die damit verbundene sehr geringe Elastizität fallen die Fasern einfach in sich zusammen und damit auch quasi das Muster. Das Gestrickte ist aufgrund des Wechsels zwischen rechten und linken Maschen elastisch, aber man erkennt überhaupt kein Muster. Es wirkt erstmal, wenn man es nicht auseinanderzieht, wie eine Fläche, die irgendwie krumm gestrickt ist. Diese kleine Probe sieht jetzt aus, als hätte sie eine Menge Stand und Standfestigkeit, aber man kann schon vermuten, dass wenn man ein größeres Stück aus diesem Garn stricken würde oder überhaupt aus diesen Fasern stricken würde, dass es dann durchaus sehr viel mehr Faltenwurf hätte, auch weil die Fasern an sich so super schwer sind. Ich meine, schlussendlich hätte das Ganze halt irgendwie 60, 70 Meter auf 100 Gramm gehabt. Jetzt bei dem Garn, das ist halt gar nichts. Bei den kadierten Fasern bin ich dann etwas anders vorgegangen. Die hatte ich ja nochmal gewaschen und weil sie eh schon kadiert waren, habe ich beschlossen, ein Streichgarn daraus zu machen und habe sie diesmal mit der Handspindel gesponnen. Und das hat auch erstaunlich gut funktioniert. Und was ich hier interessant finde, ist, dass der Flor auf dem Garn nochmal sehr viel stärker geworden ist als bei dem Kammgarn, dem weißen Kammgarn. Und hier haben wir auch so ein klassisches graues Gotland. Bei dem Garn hatte ich dann tatsächlich aber am Ende so ein bisschen Probleme. Das Garn hat sich nicht ganz so verhalten, wie ich das wollte. Und als ich die erste Probe gestrickt habe, hat sie sich geneigt. Und ich habe erst gedacht, ich hätte das Ganze wahrscheinlich einfach unterzwirnt. Es hätte noch mehr Zwirnbrei gebraucht. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass ich eigentlich einfach mit zu viel Drall gearbeitet habe. Und das ist das, was passieren kann. Die einzige Herausforderung beim Spinnen dieses Garns war nämlich tatsächlich, dass ich einfach sehr viel Abstand haben musste, dass ich diesen super langen Fasern sehr viel Raum geben musste und aufpassen musste eben, dass nicht zu viel Drall in die Fasern kommt, weil sie sonst direkt blockierten. Ich habe sehr, sehr fein gesponnen und auch hier ein zweifädiges Garn produziert, das schlussendlich auf eine Nadelstärke von 1,5 ungefähr herausgekommen ist. Gestrickt habe ich tatsächlich mit Nadelstärke 3,25 für die Lochmusterprobe, die ich dann noch gemacht habe, um so ein bisschen was Offeneres zu haben. Und dieser Pelzfaktor, dieser Kaschmirfaktor kommt bei dem Streichgarn tatsächlich zum Tragen. Eben aufgrund dieses Flors, den das Garn dann hat, dieser Faserschimmer an der Oberfläche. Und das sind tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Garne, die da entstanden sind durch diese zwei unterschiedlichen Verarbeitungsweisen. Super interessant, also im Prinzip das, in dem Fall jetzt nicht das gleiche Schaf, aber die gleiche Rasse, aber Welten voneinander. Außerdem habe ich von dem grauen Garn, davon hatte ich ja ein bisschen mehr, weil ich auch feiner gesponnen habe, noch eine kleine Probe auf dem Zoomloom gewebt. Und davon war ich schwer begeistert. Ich habe das Ganze direkt in Köperbindung gemacht und die Garne sind sehr schön zusammengerutscht. Das Ganze ist sehr schön dicht. Hätte ich auf dem Zoomloom eine Leinwandbindung gemacht, wäre das Ganze auch etwas loser geworden, weil das Garn dafür eigentlich ein bisschen zu dünn gewesen wäre. Deswegen habe ich gleich eine Köperbindung gemacht, weil wenn man auf dem Zoomloom eine Köperbindung webt, dann wird das Ganze einfach so ein bisschen dichter. Und
auch, das könnte ich mir tatsächlich auch super, super gut vorstellen, mit diesem Garn zu weben. Ich finde, das ergibt ein super schönes, sehr geschmeidiges Gewebe, wenn auch nicht weich. Tatsächlich habe ich mir aber sagen lassen, das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert, filzt Gotland auch erstaunlich gut im Vergleich zu anderen von diesen langen Wollen. Und von daher wäre da natürlich dann der Schritt zu Walken eine logische Schlussfolgerung und würde einen vielleicht sogar noch weicheren und noch schöneren Stoff machen. Als Fazit, was könnte ich mir aus solcher Wolle vorstellen? Auf jeden Fall irgendwie Jacken und Westen, Sachen, die lange halten müssen. Die Fasern wirken sehr stabil, nicht gerade unbedingt mustergeeignet. Ich finde auch, das Lochmuster macht sich jetzt nicht so besonders gut mit der Wolle, geht dann doch wieder so ein bisschen in dem Flor unter. Aber feine Tücher trotzdem, vielleicht auch sowas wie eine Stola zum Umwerfen, wo es einfach mehr um den Faltenwurf geht, als tatsächlich um Wärme, vor allem dann, wenn es ein Streichgarn ist, aber vielleicht auch eine Kombination beim Weben, also ein glatt gesponnenes Kettgarn zum Beispiel und ein eher lebendig gesponnenes Schussgarn für einen interessanten Stoff, der einen tollen Faltenwurf hat. Ansonsten aber auch vielleicht mehr so Sachen, andere Sachen wie Teppiche, also als Kettgarn zum Beispiel für Teppiche oder Taschen, zum Beispiel auch gestrickt oder gewebt, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Oder zum Beispiel auch durchaus als Beigabe mit anderen Wollsorten zusammen in Socken. Auch das wäre eine Idee, die ich nicht komplett ausschließen würde. Also Sachen, die man nicht direkt auf der Haut trägt oder eben vielleicht auch gemischt mit anderen Fasern für ein bisschen mehr Stabilität und Kraft. Was tatsächlich dem Gotlandschaf wahrscheinlich auch zugutekommen würde, da ich auf der Seite des Zuchtverbandes Niedersachsen die Information gefunden habe, dass Gotlandschafe vom Aussterben oder gotländische Pelzschafe vom Aussterben bedroht sind. Das war mir neu, das hatte ich woanders noch nicht gelesen, aber das sollten wir verhindern, denn es ist ein sehr interessantes, schönes Material und es hat seine Einsatzgebiete, wenn jetzt auch nicht als so das typische Pullover-Material, würde ich sagen. Aber es ist ein schönes Garn, es glänzt, es kann geschmeidig sein, es kann edel wirken, es kann stabil sein, es kann eine Menge und das sollte belohnt werden. Durch Experimentieren. Ich hoffe, das hilft euch. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps mitnehmen können, falls ihr selber mal Gotlandwolle ausprobieren möchtet. Vielleicht habt ihr aber auch eigene Erfahrungen gemacht und möchtet ergänzen, hinterfragen. lasst uns darüber reden. Schreibt gerne einen Kommentar oder besucht meine Webseite www.chantimanu.de und hinterlasst dort einen Kommentar. Ich würde mich riesig freuen. Das gesagt, bedanke ich mich wie immer bei all meinen Mitgliedern, die diese wunderbaren Videos finanzieren. Wünsche euch ganz viel Spaß bei all euren Spinnereien, egal welche Fasern ihr spinnt, und bin raus für heute. Bye bye, eure Shanti.